Hallo ihr Lieben! Nachdem in meinem letzten Come Thrifting With Me Video ein paar Leute in die Kommentare geschrieben haben, dass sie gerne ein Haul sehen würden, dachte ich mir, ich drehe den jetzt heute für euch ab. Schreibt mir gerne, wie ihr diese Location findet. Ich benutze sie schon zum zweiten Mal. Ich weiß ja nicht, wie euch die gefällt. Sagt mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Ja, und bevor ich euch die Sachen zeige, die ich in meinem Come Thrifting With Me Video geshoppt habe, zeige ich euch erstmal ein paar Sachen, die ich in der letzten Zeit davor so gekauft habe. Das aber eben auch in den Secondhand-Stores. Als erstes habe ich hier so eine karierte Jacke. Als ich die gesehen habe, ich fand sie einfach so dermaßen cool und musste sie haben, weil das ist wie so ein Karo-Hemd schwarz-weiß, nur dass der Stoff halt viel leichter und weicher ist. Und ich fand die einfach so hammercool. Ist auch ein bisschen länger geschnitten und ich liebe die einfach richtig. Die hat so um die 10 Euro, glaube ich, gekostet. Und das war, als ich das erste Mal im Pick-and-Wait-Store war, da habe ich die gefunden. Als nächstes dieses T-Shirt. Das kennt ihr schon so halb. Das hatte ich in meinem Thrift-Vlog-Video-Dingens schon an. Ich liebe das. Das ist so groß und ich liebe die Farben da drauf und den Print. Keine Ahnung, ich liebe alles da dran. Das habe ich auch im Pick-and-Wait-Store gefunden, auch für ungefähr 10 Euro. Und habe ich seitdem schon so oft getragen, oh mein Gott. Genau, als nächstes habe ich dann diesen Rock hier. Der ist noch frisch gewaschen und zusammengelegt. Ich habe einfach dieses Muster und diese Farben. Ich liebe das einfach richtig. Und der passt einfach perfekt und ich liebe den so sehr. Der hat auch eine sehr interessante Länge, also ist ein bisschen so ein Midi-Rock eher. Mit so schönem Faltenschnitt und ich finde ihn einfach so unfassbar schön. Der war sogar ein bisschen reduziert, hat knapp über 10 Euro, glaube ich, gekostet. Dann habe ich hier eine Art Bluse gefunden. Das ist so ein Überzieher-Ding. Komischerweise passt die so richtig gut zu dem Rock. Das war gar nicht beabsichtigt, aber ich habe die beim selben Mal gekauft. Also zusammen gekauft sozusagen, also auch im Pick-and-Wait-Store. Und die ist einfach richtig so ein cooler, lockerer Überzieher. Und ja, kann ich über alles ungefähr anziehen und ich liebe die auch richtig. Dann war ich auch einmal mit meiner Mutter im Pick-and-Wait-Store. Da habe ich auch einige Sachen gefunden. Und zwar als erstes diese Bluse hier. Die ist so orange-braun kariert. Das sind eigentlich überhaupt nicht so meine Farben. Aber irgendwie hat mich dieses geriffelte, also diese Rüschen an Ausschnitt und an den Ärmeln richtig gefallen. Also haben mir gefallen. Und ich fand die einfach richtig interessant. Und die hat ungefähr 6, 7 Euro ungefähr gekostet. Und dann habe ich noch so ein Blusenüberzieher-Dings gefunden. Irgendwie ist das so mein typisches Ding, was ich in diesen Läden wohl finde. Die ist so gepunktet, so ein bisschen dunkelgrün. Hat richtig schöne, große, goldene Knöpfe. Und es ist so ein richtig interessanter Stoff, der ist irgendwie so, fühlt sich sehr, sehr weich an, aber trotzdem irgendwie so leicht. Ich glaube, da war mal ein Gürtel dabei, weil da sind so Schlaufen unten, aber macht mir überhaupt nichts aus. Also finde ich nicht, dass man das braucht dazu. Dann habe ich diese Hose hier gefunden. Darüber war ich unfassbar glücklich, weil ich wollte unbedingt so eine lockere Hose für den Sommer haben, weil ich sowas einfach nicht hatte. Und dass sie schwarz-weiß ist, finde ich sehr, sehr cool, weil dazu kann man halt fast alles anziehen. Die ist so ein bisschen auch Midi-Länge und unten halt ein bisschen flared out. Richtig bequem, richtig cool. Ich liebe die total. Die hat auch so ungefähr 7 Euro gekostet. Und dann habe ich noch was richtig Cooles gefunden, und zwar ein Rock. Der ist so rot, orange, ich weiß es gar nicht. Eher rot, glaube ich. Und der ist halt bodenlang. Und ja, hat so interessantes Muster. Sieht fast ein bisschen asiatisch aus, finde ich. Obwohl da so ein Gockelhahn drauf ist, ich weiß es nicht. So ein bisschen blaugrünes Muster unten. Und so ein sehr großer Schlitz hinten, damit man eben sich da drin bewegen kann. Und das passt halt auch, dieser Rock passt halt auch perfekt. Und ich weiß nicht, irgendwie, man zieht so Sachen an in so Secondhand-Stores und sie passen perfekt und sie gefallen dir so gut. Und dann denkst du dir so, boah, das ist genau für mich gemacht worden irgendwie. Genau, und dann habe ich noch bei YouBub bestellt letztens. Das ist so ein Online-Secondhand-Store. Und da habe ich einmal dieses Kleid hier gefunden. Das ist von EDC. Ist jetzt nicht so meine Marke eigentlich, aber ich fand es irgendwie ganz cool, dass es so silky ist. Hat so ein Bindegürtel vorne dran und ja, Mini-Schlitze an den Seiten. Und ich finde es irgendwie richtig cool für so ein bisschen elegantere Gelegenheiten mal, glaube ich, kann man das ganz gut anziehen. Und das nächste Kleid, was ich mir da bestellt habe, ist ein blau-braun kariertes. Es hat so vorne Knöpfe und unten ist es so ganz süß, ja, ausgestellt und hat mir einfach richtig gut gefallen. Werde ich halt so ein bisschen eher rockig kombinieren, I don't know, damit es halt irgendwie nicht so zu kariert brav aussieht. Dann habe ich mir noch so einen Pullover bestellt. Ich hatte irgendwie fast keine Winterpullis und der war mal ursprünglich von ASOS.
Und der ist halt so richtig hell, knallrot und hat eben so Schlitze an den Armen. Auf jeden Fall, die Farbe finde ich sehr cool und dass die so Schlitze in den Armen haben, fand ich irgendwie auch richtig interessant und sowas hatte ich halt noch nie. Genau, und das war's jetzt mit den Sachen, die ich in letzter Zeit so gekauft habe in Secondhand Stores. Und jetzt komme ich dazu zu den Sachen, die ich das letzte Mal eben bei meinem Thrift-Vlog sozusagen, ich weiß einfach nicht, wie ich das nennen soll, tut mir leid, wenn ich so dämlich klinge, wenn ich immer englische Wörter benutze, aber auf Deutsch gibt es auch nur Secondhand-Store-Shopping, fragt mich nicht, auf jeden Fall in dem Video bin ich in Secondhand-Stores gegangen und ich zeige euch jetzt einfach, was ich da gekauft habe. Einmal, was man in dem Vlog, glaube ich, auch gesehen hat, habe ich mir dieses interessante rot-schwarze Teil bestellt. Hier mit den fetten Knöpfen vorne und dem Bändchen zum Binden. Da werde ich auf jeden Fall die Schulterpolster entfernen, weil ich sowas einfach nicht mag. Irgendwas hat es an sich. Ich konnte es einfach nicht da lassen, wo es war. Also ich musste es irgendwie mitnehmen, weil ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass es irgendjemand anders kauft. Und ich glaube, wenn man so einen Gedanken hat, dann sollte man es vielleicht auch mitnehmen. Genau, und dann habe ich noch was Rotes gefunden. Ich finde so viel rote Sachen in letzter Zeit. Das ist so ein Hosenrock. Ich finde den richtig cool. Also es ist auch so ein helles, knalliges Rot. Hat oben so zwei Knöpfe und ist so auch ein bisschen asymmetrisch geschnitten. Aber ich finde den richtig cool und freue mich richtig drauf, den anzuziehen. Gott sei Dank habe ich das Preisschild bei den meisten dran gelassen. Also hat 14,90 € gekostet, 50% reduziert, bedeutet 7,50 €. Dann war ich in der Sportabteilung, habe mir dieses Top gekauft. Das war ursprünglich von H&M. Einfach so ein pinkes Sporttop, because why not? Kann man ja immer mal gebrauchen. Das hat 2,90 € gekostet. Dann habe ich, hat man auch in meinem Video gesehen, diese coole Nike-Jacke gekauft. Die weiße ist auch eher so sportlich. Also eher ist halt sportlicher. Und hat nur 7,90 € gekostet und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, will ich haben. Dann habe ich hier noch so ein lilanes Sportjackenteil, also war auch in der Sportabteilung, ist halt so ein Ding, was vorne einen Reißverschluss hat, der geht aber nicht ganz runter, ist wie so ein Regenpulli sozusagen, keine Ahnung. Ich mochte die Farbe irgendwie richtig, dieses dunkellila. Und so ein Teil hatte ich halt noch nie und ich finde es halt richtig interessant. Das hat gekostet 5,90 €. Genau, dann im Pick-and-Wait-Store war ich ja auch und da habe ich diese Hose hier gefunden. Beim Pick-and-Wait-Store sind die Preise nie dran. Die hat halt auch ungefähr 10 € gekostet. Irgendwie kostet da fast alles ungefähr 10 €. Auf jeden Fall hat die dieses richtig coole Paisley-Muster und die Farben gefallen mir halt auch richtig gut. Vorne hat es halt auch noch so einen Gürtel zum Binden. Ist auch bodenlang und auch ein bisschen locker an dem Enden, aber die liebe ich total, habe ich auch schon richtig oft getragen, obwohl das Preisschild immer noch drin hängt. Haha, ups. Dann habe ich noch das hier gefunden. Das ist so ein dunkelgrünes, ja, wie so seidenartiges Hemd, Blusen, Kleid-Dingens. Also ich habe vor, das als Kleid zu tragen. Ich fand den Stoff halt richtig cool. Die Farbe hat mir auch total gefallen und ich liebe das, dass es so fließend ist. Die hat auch gekostet ungefähr 8,50 € und ich glaube, ich werde sehr viel Freude mit der haben. Dann mein letzter Stopp war ja Vinties. Und da habe ich eben drei Sachen gekauft. Einmal dieses rote Oberteil, irgendwie schon wieder rot. Ich weiß nicht, was mit mir in letzter Zeit los war. Irgendwie war ich voll auf dem Rot-Trip. Auf jeden Fall hat das so ein Kragen und hat einfach Knopfreihe vorne dran und ich fand es einfach richtig cool, so die Farbe und irgendwie so die Form. Die hat 4,90 € gekostet, die Bluse. Dann habe ich hier noch diese beige kurze Hose, die hat mir auch richtig gefallen, die passt halt perfekt und man hat hinten so ein Gummiband hinten dran, bedeutet, du musst sie eigentlich gar nicht vorne auf und zu machen, wenn du auf Toilette gehen musst, also richtig praktisch. Hat so eine Tasche hinten dran und vorne hat es auch Taschen, was ich richtig liebe. Hat 5,90 € gekostet. Ja, hat mir einfach richtig gut gefallen. Und dann habe ich hier als letztes noch so eine Bluse, also so ein ja, Hemdteil. Der Stoff ist richtig interessant, der ist halt richtig weich und cool. Das Muster hat mir auch irgendwie gefallen. Es ist halt richtig groß, aber ich habe vor, damit etwas zu machen, also so ein bisschen abändern. Ich habe da was richtig Cooles geplant. Mal schauen, ob es so funktioniert. Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall auch 5,90 € gekostet. Schreibt mir gerne, was ihr davon coolsten fandet, was ihr auch anziehen würdet. Und ja, das waren alle meine Sachen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Hier könnt ihr euch dann das Thrift-Shopping-Trip-Dingens-Video anschauen und hier unten ein anderes. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und würde sagen, wir sehen uns demnächst auch mal wieder. Tschüss!